eine Limo kaufen. $2. Wäre finde ich cool mit dem Geld. Oh oh. Oh shit, hat noch nicht. Daniel. What the fuck? Oh my god! Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad! Your dad is dead! Why? It was an accident! A cop fucked up and shot him! That's it! I'm so sorry. Why? Why did you lie to me? I just wanted to protect you until I could... Protect me from what? You? I hate you! Not my brother! Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Daniel, please! Oh. Shh. It's okay. I want Dad. Ich auch. Me too. Gonna see Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I promise I won't lie to you again. Ich hoffe, ich muss irgendwann nicht lügen. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Sean. Hm? Am I a monster? Nein. Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking. Maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf. They all lived happily together. Were alone, and they had to find a new home.
They started a journey for the Great Big. Doof vor, wenn ich sage, dass ich Storys um Familie immer viel emotionaler finde als Liebesstories oder sonst irgendwas, aber es ist nun mal so. Ja, man kann sich Familie aussuchen und nicht jeder, der mit dir blutsverwandt ist, ist gut. Aber auf der anderen Seite, das sind zumindest die enge Familie Leute, die mein Leben lang kennt. Und das war jetzt sogar schon die erste Episode von Life is Strange 2. Ich bin gespannt, wann die zweite herauskommt. Es ist mal wieder von Square Enix und Dontnod. Und ich habe wirklich durch Life is Strange und jetzt durch Vampire das Studio für mich entdeckt. Ich habe auf Twitter sogar eine Nachricht an sie rausgeschickt und habe sogar Dank dafür bekommen. War schön. Also es ist, die werde ich auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Für mich. Soweit ich sowas im Auge behalte, weil ich nenne mich ja immer so ein Teilzeit-Gamer. Ich jag da weniger den Nachrichten hinterher, wie zum Beispiel mein geliebter Gizmo. Aber hier werde ich wahrscheinlich besser die Ohren offen halten. Die Musik ist auch wieder extrem schön gewählt. Also wenn dann Dontnod was kann, dann ist es auch Musikdesign. Ach, schön. Wahrscheinlich wundere ich auch, warum ich immer die Endcredits mit durchlaufen lasse, aber ich finde jeder hat die Credits verdient. Ihr könnt natürlich vorspulen, ihr könnt natürlich auch schon Ende machen, aber ich finde einfach, Games haben Credits verdient, genauso wie Filme. Und wenn ich für einen Marvel-Film bis zum Ende durchsitze, gut, um eine Endcredit zu sehen, aber selbst bei anderen Filmen ohne Endcredits ziehen, bleibe ich öfter länger sitzen, weil ich auch diesen Rush raus nicht will und ich finde das doof. Da kann man das hier auch mal machen. Oh. Es kann sein, dass die Aufnahme gleich abbricht. Und dann sehen wir halt dann doch leider nicht die Endcredits, aber jetzt nochmal zu stoppen und das... Es ist halt immer so problematisch. Ihr werdet wahrscheinlich in anderen Folgen auch bemerkt haben, dass ich jetzt zwei Schnitte drin hatte, wo ich ein paar Voices verloren habe. Aber ich kann halt nicht en bloc auf der PlayStation aufnehmen. Und noch habe ich halt nichts hier rumgebastelt, um das zu können. Auf meinem Computer, nonstop aufzunehmen. Das geht noch nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, noch etwa 5 Minuten, dann ist die Aufnahme voll.
Und mal schauen, wie lange es noch dauert. Motion Capture Actors. Rio Vega. Voice Talents. Sean Diaz. Gonzalo Martin. Daniel Diaz. Roman George. Esteban Amador Blas. Das kann ich nicht aussprechen. Mai Pak. Das ist Doris. Doris hat sich angehört wie die Mutter von Chloe aus dem ersten Teil. License Tracks. Das sind die wahrscheinlich immer bei mir anschlagen werden, wenn wir jetzt Videos hochladen werden. Aber das ist dann so, solange es nicht komplett gesperrt wird. Dann muss ich halt doch wie bei dem anderen Life is Strange wieder drüber kopieren. Was mir dann leid tut. Aber Videos sperren, das ist halt doof. Wenn Square Enix kommt, mache ich eh noch mal Pause. Vielleicht ist jetzt doch noch mal ein Schnitt in den Endcredits drin, aber ja. Production Babies. Oh. Ja, dann kam jetzt nochmal Square Enix. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, einen Schnitt gemacht. Technical Director. Ich wüsste gerne, wie weit jetzt Life is Strange geplant wird. Also da gibt es ja neben der Kleinen, neben Max, gibt es ja noch Quiz. Aus diesem Mini-Add-on, aus dieser kostenlosen Episode, die ich noch nicht gespielt habe. Jetzt hier Daniel. Und wie weit eigentlich kann man da verdammt viel machen. Man hat hier eine ganze Welt voll Geschichten und Stories, die zu erzählen sind. Bin gespannt, wie jetzt diese, wie soll ich sagen, Telekinese ist es, glaube ich, mit reinwirkt. Ist es Telekinese? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Es ist auf jeden Fall die gleiche Fähigkeit, die auch, wie heißt sie? Ich hasse Jean Grey von X-Men hat. Ich mag die nicht. Ihr mögt mich jetzt vielleicht wieder doof finden, aber ich mag die Frau nicht. Also die Schauspielerin nicht. Und deswegen kommt mir die Figur auch doof vor. Ich verbinde da viel miteinander. Also wenn ich da, wenn mir irgendwie so ein Mensch unsympathisch ist, dann kann ich meistens mit den Rollen auch nichts anfangen. Compliance. Ja, das ist mir vom ersten Life is Strange noch in Erinnerung geblieben. Als ich zumindest jetzt aufgenommen habe, die Episoden. Zwei habe ich, glaube ich, aufgenommen bis jetzt. Das wird sich bald ändern. Ich muss jetzt dieses Wochenende auch die dritte aufnehmen, damit ich es weiter produzieren kann. Und zwar das. Die Endquests lang sind.
Man hat zwei Teams, man hat zwei Studios, dann hat man ein Team, dann hat man noch so viel anderes, was man zeigen muss. Gerade Square Enix bringt ja gerade sehr viel mit. Und ich glaube, ich lasse euch jetzt mal alleine mit dem Rest. Ich bin doch nochmal da. Da ist Michael Sherlock. Michael Sherlock. Und da steht Thanks for playing und ich sag Thanks for watching.
Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Episode von Life is Strange 2. Alright. Come on, man. Focus. Okay. Trust me. You can do it. Short-tempered ADD problem kid never can know.